Ja, moin, liebe Küstenkanalfreunde, ich bin's wieder. Heute stelle ich euch mal vor, was ich jetzt am kommenden Wochenende vorhabe. Ich habe mich bei den Seatrout Open 2022 angemeldet, veranstaltet von Go Fishing. Und Go Fishing, die haben zwei größere Angelläden in Dänemark, einen in Odense und einen in Aarhus. Und die veranstalten ein Event, ein Meerforellen-Event an der dänischen Küste. Gefischt wird an der gesamten Ostküste, angefangen von Aalborg oben bis unten zur deutsch-dänischen Grenze, kann man überall an der Küste fischen. Gefischt wird auf Meerforellen, Mindestmaß sind 45 cm. Kleinere Fische können fotografiert werden und nehmen an der Verlosung teil. Und ab 45 cm können die Fische dann entsprechend auch zur Waage gebracht werden. Und ja, wie das immer so ist, der größte Fisch, der längste Fisch mit dem größten Gewicht, der gewinnt den ersten Preis sozusagen. Insgesamt werden 10 Preise ausgelobt. Und ich bin gespannt, was das für eine Veranstaltung ist. Ich bin das erste Mal dabei. Letztes Jahr sollen sich über 600 Angler angemeldet haben. Mal sehen, wie viele das dieses Jahr sind. Ja, und morgen früh geht's los. 4:30 aufstehen, 5 losfahren. Ich möchte so um 9 in dem Go Fishing Shop in Aarhus sein und mein Anmeldegutscheinpaket abholen. Das gab ein kleines Geschenk zur Anmeldegebühr. Bekommt man ein kleines Geschenk und darf eben an dem Event teilnehmen. Ja, geangelt wird, wie gesagt, von Aalborg bis zur deutsch-dänischen Grenze. Und da der Angelladen in Aarhus ist, habe ich mir gedacht, ich würde auch ganz gerne irgendwo in der Nähe von Aarhus hier auf der Google Maps Karte zu sehen, irgendwo in der Nähe von Aarhus fischen. Ja, dieses Gebiet kenne ich so ein bisschen, zumindest der Bereich hier zwischen Grenaa und Ebeltoft. Da habe ich schon ein paar Mal geangelt, auch ein paar Mal auf Meerforelle und war auch schon ein paar Mal erfolgreich. Vor 2 Jahren habe ich da an der einen Stelle auch das Petermännchen gefangen. Also da muss ich vorsichtig sein, dass ich da nicht wieder so ein Petermännchen fange und mich da wieder dran verletze. Aber diesmal bin ich gut vorbereitet. Insofern sollte das nicht passieren. Ja. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich möchte kurz vorstellen, wie ich mich vorbereitet habe. Das erste Kriterium für die Wahl des Angelplatzes ist für mich der Wind. Und ein Blick in windfinder.de zeigt, dass wir morgen Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 6 haben aus Südwest. Das heißt also, wenn ich tatsächlich hier in diesem Bereich fischen möchte, dann habe ich hier starken Seitwind. Hier gibt es zwei Bereiche, wo das eventuell nicht ganz so windig ist. Das ist der Bereich hier unten und der Bereich da oben. Das heißt nördlich von Grenaa der Bereich oder hier unten in der Bucht östlich von Ebeltoft. Ja, das sind zwei wirklich schöne Bereiche zum Angeln. Wie sieht das die nächsten Tage aus? Der Wind dreht auf West, lässt ein bisschen nach und am Sonntag ist das Angel-Event dann gegen 12 auch zu Ende. Und da kommt der Wind dann auch wieder mit relativ moderaten Geschwindigkeiten eben aus Süd. Das heißt also, am Anfang starken Südwestwind und später flaut er dann ab und kommt eher aus westlichen Richtungen, was für den Küstenbereich hier eigentlich ganz schön ist. Das zweite Kriterium, was für mich wichtig gewesen ist, ist sowas wie zum Beispiel, wo sind Besonderheiten an den Küstenabschnitten zu sehen? Hier habe ich mal auf dieser Karte dargestellt die Salinität. Das heißt, wo haben wir Frischwasser? Blasen sozusagen, die aus der Nordsee reingedrückt wurden, wo wir salzhaltiges, sauerstoffreiches Wasser an der Küste haben. Da sieht man hier im dunkelblauen Bereich zum Beispiel einen Bereich, wo solche Blasen auftreten. Das ist jetzt der 8. Oktober eingestellt. Ich scroll jetzt mal ein bisschen zurück auf den 7. Oktober, da ich morgen losfahren werde. Werde ich morgen so gegen 12 schätzungsweise am Wasser sein. Und das Besondere ist, hier oben in diesem Bereich sehen wir hier vor der Küste eine starke Blase salzhaltigeren Wassers und sauerstoffreicheres Wasser und hier unten in diesem Bereich auch. Das heißt also, da habe ich schon zwei besondere Stellen, wo es sich sicherlich lohnen würde zu fischen. Wie ist die Entwicklung dieser Blasen? Das sieht man da oben schön.
Jetzt springt er so ein bisschen. Da oben entwickelt sich die Blase dann ein bisschen größer noch und hier unten nimmt sie auch zu. Das heißt also, am gesamten 7. und dann später auch am 8. würde sich das lohnen, in den Bereichen auf jeden Fall zu fischen. Hier löst sich die Blase schon wieder auf, das sieht man. Das heißt also, im Laufe des Tages, 8. Ist sie dann im Grunde genommen weg. Und weiter reicht der Forecast im Moment nicht. Das heißt also, das ist so der Bereich, wo es interessant ist, zumindest von diesem Kriterium her zu fischen. Das nächste, was mich dann interessiert, ist im Grunde genommen die Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt, Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung. Auch da gucke ich mir wieder den Bereich an, Entschuldigung, falsche Richtung, den Bereich vom 7. Oktober, also wenn ich da bin, das ist hier, bis die nächsten Tage. Und da sieht man hier in diesem Bereich, östlich von Grena, einen Bereich mit einer relativ hohen Strömungsgeschwindigkeit und hier unten an der Südspitze eben auch. Mal gucken, wie sich das jetzt über den Tag entwickelt. Man sieht, der Bereich mit hoher Strömungsgeschwindigkeit, der löst sich auf. Die Strömungsrichtung ist in Richtung, was ist das, Nordost. Aber hier oben ist ein Bereich, da verändert sich die Strömung regelmäßig. Und hier sehen wir zum Beispiel einen Bereich, wo die Strömung sozusagen gegenläufig ist. Einmal kommt sie aus dieser Richtung, einmal aus der Richtung. Das heißt, das ist mit Sicherheit ein Bereich, der interessant sein könnte. Und den muss ich mir gleich nochmal auf der Google Maps-Karte oder Google Earth-Karte genauer angucken. Wie entwickelt sich das jetzt in den nächsten Tagen? Man sieht immer noch da oben, die Strömungsgeschwindigkeit an der Spitze ist immer noch relativ hoch. Das ist jetzt schon Samstag, der 8. Oktober. Da hat man sehr hohe Geschwindigkeiten und die Strömung kommt jetzt aus nördlichen Richtungen und fließt hier runter. Hier unten ist aber auch ein Bereich, der ganz interessant ist, weil wir da auch hohe Strömungsgeschwindigkeiten haben. Und insofern wieder mal der Bereich da oben und der Bereich hier unten. Interessante Angelstellen, hohe Salinität, hoher Sauerstoffgehalt, hohe Strömungsgeschwindigkeit und sich ändernde Strömungsrichtung. Was, glaube ich zumindest, fürs Fischen auf Meerforelle durchaus interessant ist. Ja, was gucken wir uns als nächstes an? Wir hatten gesagt, der Bereich hier oben und der Bereich da unten. Das ist eine Karte. Ich nehme jetzt nicht Google Earth, weil das nicht hochauflösend genug ist, sondern ich nehme die Karten eines dänischen Anbieters. Und wir haben hier oben Grena. Und hier ist der Bereich, wo wir die Änderung der Strömung und die Änderung der Strömungsgeschwindigkeiten gesehen haben. Und wenn wir da jetzt noch ein bisschen weiter tiefer reinscrollen, dann sieht man hier richtig schön ungereinen Grund, teilweise Leopardengrund, abwechselnd mit sandigen Bereichen. Höchst interessant. Das heißt, von der Strömungsrichtung, von Salzgehalt, Sauerstoffgehalt, von Windrichtung wäre morgen früh bzw. morgen Mittag der Platz hier sicherlich die erste Wahl. Wenn man jetzt weiter guckt, hier oben ist noch eine sehr interessante Spitze, die man noch abfischen kann. Hier oben der Bereich sicherlich auch. Abwechselnd sandige Bereiche mit steinigen, krautigen Bereichen. Teilweise sicherlich auch Seegraswiesen dabei. Also der Bereich ist super interessant. Hier werde ich sicherlich 3, 4, 5 Stellen finden, wo ich dann fischen kann. Gucken wir uns den südlichen Bereich an. Das ist hier unten, da östlich von Ebeltoft. Da haben wir hier diese Spitze, wo wir auch die sich ändernden Strömungsverhältnisse hatten, relativ hohe Strömung und diesen Bubble. Hohe Salinität und hoher Sauerstoffgehalt. Insofern ist das mit Sicherheit auch ein Bereich, wo man gut fischen kann. Der Bereich hier auch, abwechselnd Sand mit krautigen Bereichen, Seegraswiesen, super interessant. Unweit von dieser Stelle, da kann man möglicherweise dann auch hinlaufen. Entfernungstechnisch sind das so 500 Meter, bis hier hinten ist es ungefähr 1 Kilometer. Das sind Bereiche, die sind super interessant, die werde ich auf jeden Fall angehen. Dann haben wir hier einen Bereich, der ist sehr sandig. Und erst hier hinten, hier ist eine Au, da fließt eine Au rein. Erst hier hinten wird es wieder interessant vom Untergrund her. Ist sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, hier zu fischen. Einmal hier in den ufernahen Bereichen oder dann auch der Bereich hier, wo sich
dieser krautige Bereich auch weiter rauszieht. Und noch ein Stück weiter, wie gesagt, hier fließt die Au rein, da darf man nicht angeln, hier ist Schutzzone. Aber diese Spitze hier ist außerhalb der Schutzzone, die 500 Meter Entfernung vom Einlaufbereich sind ungefähr, geht ungefähr bis hier. Das heißt, von hier bis über den ganzen Spitzenbereich ist auch nochmal interessant. Und wenn man hier weiter nach Norden hochguckt, sind hier immer nochmal so nette Spitzen. Und auch hier, wo ich sicherlich dann die erste Nacht verbringen werde, sieht das auch vom Untergrund sehr gut aus. Das heißt, Spots zum Fischen gibt es reichlich. Die Bedingungen sind nicht so schlecht, um in diesen Bereichen zu fischen. Gucken wir nochmal auf die Gezeitenkarte. Wann haben wir Hochwasser, wann haben wir Niedrigwasser? Hier Freitag der 7. Niedrigwasser 3.33 Uhr ist mitten in der Nacht, kann man vergessen. Aber 9.57 Uhr. Beziehungsweise am Samstag 10.45 Uhr, Sonntag 11.27 Uhr. Das sind so die Zeiten, wo es interessant sein kann, wo wir Hochwasser haben und wo wir den Sprung vom auflaufenden zum ablaufenden Wasser haben und umgekehrt. So gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr, 17 Uhr, das sind die Zeiten, wo das Wasser abgelaufen ist und dann wieder aufläuft. Das heißt, das sind die Zeiten, wo ich auf jeden Fall im Wasser stehen sollte, weil da ändert sich die Strömung und da ist es oftmals so, dass die Forellen dann entsprechend auch beißwillig sind. Ja, das zur Vorbereitung meiner Challenge, die ich jetzt am Wochenende vorhabe. Was habe ich an Routen mit? Ich habe insgesamt 5 Routen mit. Ich habe 2 Meerforellen, hier 2 Fliegenrouten mit, einmal die 6er und die 8er. Dann habe ich 3 Blinkerrouten mit, eine Light-Tackle-Route, eine mit mittlerem Wurfgewicht und eine, die bis 30 Gramm Wurfgewicht hat. Insofern breites Spektrum. Ich könnte theoretisch auch noch mit Spirulino fischen. Das heißt also, ich habe die volle Bandbreite zur Verfügung, was man auf Meerforelle einsetzen kann. Wenn die Windbedingungen entsprechend sind, dann würde ich wahrscheinlich auch eher mit der Fliege fischen. Aber in der Vorbereitung habe ich aus vielen Videos aus Dänemark gelernt, dass im Moment Eisen besser ist, insbesondere der Sandaal als Durchlaufblinker ist immer wieder eine Bank. Und mit dem werde ich wahrscheinlich anfangen, aber ich werde zwischendurch sicherlich auch nochmal mit der Fliegenrute fischen. Ja, soweit zur Vorbereitung und die einleitenden Worte und ich freue mich schon darauf, euch von meinem Angeln zu berichten, von der Küste, von den einzelnen Stellen und ob das, was ich an Vorbereitungen getroffen habe, ausgereicht habe, um tatsächlich auch mal eine größere Forelle zu überlisten. Ich werde berichten und freue mich auf die nächsten Tage. Bis dahin, tschüss!